So. Schauen wir mal gerade. Okay, den stellen wir auf die Höhe 1 ein. Oder eigentlich 1,5 wäre hier richtig. Den hier auf 0,5. 0,5. Der Rest passt. Dann hier runter. Hier 0,5, genau. Passt, okay. Ja, ich würde ja auch irgendwie so... Vielleicht bauen wir da mal so eine Hängebrücke. Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal. Hier so eine. Ach so, das ist... Oh, nee, das war die falsche. Das sind dann 3. Hier so eine richtig schöne Hängebrücke wäre doch geil. Was kostet die? Holz und... Ja, gut, okay. Noch ein bisschen und dann könnte man es uns sofort leisten, ne? Zweimal die Dreierbrücke, genau. ...3,8 Tage, dann ist die Dürre rum. 4,4. Also wir so lange sind wir schon lange nicht mehr runtergegangen, ne? Also das merkst du jetzt schon, dass das eine lange Dürre jetzt war. Und dass unsere Wasserspeicher dem nicht ganz gewachsen waren. Also unter 5 zu fallen ist schon... Da müssen wir mal gucken, dass wir das nicht mehr machen. Dass uns das nicht mehr so passiert. Ah ja, die bauen jetzt gerade hier das Ding, damit wir hier noch mehr Pumpen ranbauen können. Gut, das ist in Ordnung. Sollen sie ruhig machen. So, Sprengung! Sind hier eigentlich irgendwelche Gears schon angekommen? Ein paar, ne? Was? Keine Pfade? Tatsächlich, sie kommen so weit nicht hin. Ich habe ja eine Idee, ne? Für den Moment, um das zu kitten. Damit der Bau hier besser funktioniert. Das geht halt jetzt schnell, ne? Also, das ist eine schnelle Lösung, um alles hier bauen zu können. Nehmen wir die Plattform, können wir ja zur Not abreißen, machen die Wege weg und dann können wir das Ding drüber bauen. Müssen wir mal schauen. Muss ja denn eh alles anders gebaut werden. Das müssen wir ja auch richtig zubauen dann, wenn es soweit ist. Aber so kommt halt Wasser durch. Die Hängebrücken sind... Ja, ich habe tatsächlich noch nie eine Hängebrücke gesehen. Also, ich bin sehr gespannt. Ob das, wie das dann aussieht, wie das dann funktioniert. Okay, ein paar Planken noch und dann ist die Sache eigentlich fix. Unsere Nahrung macht mir ein bisschen Sorgen gerade. Aber auch das wäre mal eine Lösung für so ein Untergrundwarenhaus. So ein... Alter. Okay. Nee, warte mal, da nicht hin. Das Untergrundwarenhaus. Können wir doch hier... Können wir doch eine schöne Lagerung bauen. Da gehen 4000 Sachen rein. Braucht aber auch 40 Gears. Baby, baby. Die Dinger bauen wir mal. Das wird mich reizen. Als reine Nahrungsspeicher. Da kommt nur alles rein, was mit Essen zu tun hat.
Aber das, wenn du überlegst, in ein großes gehen 4000 rein. Das ist gerade mal 1000 weniger, als wir insgesamt gerade wegspeichern können. Und dann bauen wir noch zwei von denen, da geht auch nochmal jeweils 1000 rein. Ja? Also wir erhöhen unsere Kapazität gerade um 6000 und können, wir verdoppeln quasi unsere, und mehr als verdoppeln unsere Gesamtkapazität in unseren Lagerhäusern. Das ist schon extrem viel. Gut, man muss auch fairerweise sehen, wir haben 3000 Potatoes am Start, ne? Und keinen Menschen oder keinen Biber, der diese 3000 Kartoffels verwaltet. Oh, guck mal, das ist ja geil. Wir sind eine ganz große Hütte. Das ist ja nice. Das ist cool, aber da machen wir jetzt erstmal noch Folgendes. Wir bauen jetzt trotzdem allerdings noch das hier rein, damit wir auf der nächsten Ebene dann das andere machen können. Da haben wir jetzt die ganze Ecke neu konstruiert. Dann kriegen wir noch ein paar Bibers rein, weil wir schon wieder auf Null sind und jetzt halt tatsächlich endlich mal der Moment erreicht ist, wo es dann mal interessant werden würde. Sag mal, produzieren wir? Ach, wir produzieren ja gerade nur für hier unten, ne? Ja, okay. Es dauert halt eine Weile, bis das fertig ist. So, und jetzt müssten wir eigentlich ganz, ganz viele Leute gerade haben. Das ist ein bisschen spät gegangen, weil wir müssten nämlich jetzt eigentlich hier unsere ganzen Leute unterbringen in den Pumpen, damit genug Wasser weggepumpt wird. Aber uns fehlen halt einfach jetzt Biber. Und zwar nicht wenige. Uns fehlen gerade insgesamt 12 Biber, um alles betreiben zu können. Links, guten Abend, einen wunderschönen, hi! Erst bei der ganz großen Hütte den Eingang prüfen. Vorne. Also. Oder oben? Ach, der ist oben. Uff, okay, der ist oben. Das bedeutet. Oh, das ist spannend. Wenn wir die hier hinsetzen, müssten wir noch eins höher gehen. Bei der ist es auch oben. Okay. Oh. Das ist spannend. Ah ja, die Wasserbunker, die sind leer. Naja, nicht ganz, aber das können wir wegreißen. Dann können wir den großen Wasserspeicher hier bauen. Einen kleinen großen Wasserspeicher. Müsste man natürlich dann hier auch überlegen, ob das sinnvoll wäre. Zumindest in die Felder hier irgendwie zwei, drei, vier Stück zu integrieren. Ey, Ling, das ist voll lieb von dir. Ja, ich freue mich auch einfach. Ich freue mich einfach so sehr, wieder einen ganz normalen, ganz entspannten Abend mit euch zu verbringen. Das ist, hat mir auch sehr, sehr gefehlt, wo ich jetzt dann auch wegen dem Streamrechner, weil der halt abgeraucht ist, der alte, wo es einfach jetzt auch zwei Wochen lang gar nichts ging. Das hat mir einfach alles insgesamt so sehr gefehlt. Und ich bin so froh, dass wir jetzt endlich einfach wieder ganz normal Unfug machen können. Das ist mit den Dämmen ist so dämlich, ne? Das ist so dumm einfach. Ich reiß die jetzt weg. Und da bauen wir jetzt die Brücke hin. Da müssen sie halt außen rumlaufen erstmal. Dreierbrücke. Okay. Stylisch.
Ist okay. Aber das ist Prio, weil das ist sehr wichtig, wenn die fertig werden. TM sagt, hi Leute! Hallöchen TM! Einen wunderschönen guten Abend dir! Insgesamt waren wir 6 Wochen auf Dragonzug. Ja, insgesamt waren es dann 6 Wochen gewesen. Das ist echt viel zu lang gewesen. Das ist wirklich einfach viel zu lang. Aber ich freue mich einfach so, dass es jetzt wieder so läuft, wie es denn sein soll. Ja, jeden Abend wieder einfach schöne, gemütliche 3-4 Stündchen. Nächste Woche werden wir wahrscheinlich 4-5 Stündchen jeden Tag machen. Ja, das wird dann einfach schön. Das wird einfach schön. Ich glaube, das ist ganz cool so. So, die Pumpen laufen alle wieder so, wie sie sollen. Auch gut. Bis die Hütte qualmt. Jo. Kam mir länger vor. MB, das stimmt. Also mir kam das auch viel länger vor, als nur in Anführungszeichen 6 Wochen. Das hat sich einfach so angefühlt, als wäre das... Oder es war auch viel zu lange. Hier oben ist ein bisschen Wasser im Überdruck. So, jetzt müsste es eigentlich besser laufen. Das müsste jetzt sich genau erklemmen. Also hier läuft erstmal über und danach passt es. Ist das Stream noch da, Chat? Läuft der Stream noch, Chat? Leute, ich bin wieder da. Hallo. Hallo, ich bin da. Drück mal F5, meine Lieben. Drück alle F5. Der Rechner hat überlebt. Ich weiß auch nicht, warum der gerade abgeraucht ist. Das lag jetzt nicht an mir irgendwie. Ich habe nur gesehen, Achtung, Stream unterbrochen. Versuche, Verbindung wiederherzustellen. Willkommen zurück, Zweck. Hallo. Bei mir lief's tatsächlich. Jetzt rennt wieder. Kurzzeitig war Panik in der Hütte. Ich dachte, oh. ja, tatsächlich werde ich später nach dem Stream jetzt dann auch mal noch kurz eine Zwergenlokalität aufsuchen. Aber da wollte ich eigentlich noch eine gute halbe Stunde machen dafür. Wollte ich gerade begrüßen, dann machst du aus. Nix da. Suseline, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Hi. Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Herzlich willkommen zum heutigen Stream. Ups. So, irgendwie ist da mehr Wasser irgendwie gerade drin. Kann das sein? Es kommt mir so vor, als wäre hier gerade voll der Druck auf dem System. Okay. The Flood is near. Okay, das war vielleicht nicht die cleverste Idee, das mit dem Rückstau hier zu machen. Die kommen nämlich nicht so ganz ans Pumpen ran. Herzinfarkt bekommen. Blackwing, tu doch sowas nicht. Ich bin auf Konsole, habe keine 5. Dann nur mal kurz rausgehen und wieder reingehen, dann geht's wieder. Panikmodus ausschalten. Ah! Alle wieder wach vor Aufregung. So ist richtig. Da lebt der Chat von, meine Lieben. Er lebt von alledem. So, pass auf, ganz kurz. Wir sagen jetzt hier alles aus. Nix ist erlaubt, außer Beeren, Brot, Karotten, die Cracker,
Was machen wir noch rein? Grilled, grilled. Noch mehr grilled. So, dann muss noch rein. Potatoes können wir hier zwischenlagern. So. Jetzt gucke ich mal, was da passiert. Hat ihr von selbst reconnected? Ja, aber das ist nicht bei jedem so. Das ist nicht bei jedem so. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass das dann so ist. Oh, jetzt schon wieder 3 Tage bis zur nächsten Dürre, ey. Okay, ich hoffe bis dahin. Ja gut, die da oben werden noch nicht stehen. Der wird auch wahrscheinlich vielleicht stehen. Mal gucken. Ey, guck mal, wie schnell hier oben. Ey, Lego Mio. Was? Okay. Sag mal, jetzt sterben gerade wieder sehr viele an Altersschwäche bei uns. Und wir kriegen unsere Jobs gerade nicht so besetzt. Kann das sein? Unser Wasser pumpt sich auch nur ganz, ganz allmählich nach oben. Reduziere mal ein bisschen die Forschung gerade, weil wir haben schon wieder 1000 Punkte und ich weiß ehrlicherweise nicht, wohin noch mit den Punkten. Die wichtigsten Sachen haben wir noch gar nicht gebaut. Wir lassen mal einen Forscher weiterlaufen, der soll in aller Ruhe forschen, aber dann haben wir jetzt wenigstens die meisten Jobs hier besetzt, bis auf jetzt 5 oder so, das geht dann noch eher. Also wenn wir am nächsten Morgen alle aufstehen, dann müssten wir vielleicht noch ein bisschen Wasser pumpen können. So, jetzt kommt Runde 2 noch, 3 Stunden bitte. Ja, aber dann wollen immer alle ins Bett, ne? Wenn ich nochmal 3 Stunden streame, mehr streame quasi, dann sagen immer alle, oh, ich muss morgen so bald raus. Das wird eine spannende Dürre, ey. Die wird richtig spannend. Also mit 5-3 will ich nicht da reingehen. Wie laufen die Pumpen hier? Eine nicht besetzt, okay. Hier drüben laufen die meisten Pumpen, das klappt auch. Die beiden laufen auch, geht auch. Die großen Tanks hier sind noch nicht drin. Ich priorisiere die jetzt mal auf Maximum, damit wir hier nochmal 600 Wasser reinkriegen. Aber das schaffen wir in 1,6 Tagen wahrscheinlich eher nicht mehr. Dankeschön! Doppel-R, DWR, Dankeschön für dein Follow. Einen wunderschönen guten Abend und vielen, vielen Dank für den Support, ey. Hi, wie geht's dir? Also 2 Morgen, dann bis 6 Uhr. Ey, um 6 Uhr muss ich schon auf der Arbeit sein, ey. Nee. Die Dürreperioden sind ein bisschen zu eng gesetzt. Ja, das ist natürlich... Es ist schon knapp, ne? Also es ist schon Herausforderung pur. Da in der kurzen Zeit so viel Wasser zu pumpen, dass du halt über die längere Zeit drüber kommst. Oder Speicher hast, die dann in die Dürre reinpumpen. Das wird jetzt mit Sicherheit wieder so 25 bis 30 Tage lang gehen. Ich hoffe, wir kriegen noch ein bisschen mehr Wasser in der Zwischenzeit. Doppel, danke nochmal. An einem Samstag? Ach so, morgen meinst du? Nee, am Samstag muss ich nicht arbeiten. Am Samstag? Habe ich noch einen Termin? Bin ich noch geboostert, Mensch. Ah ja, jetzt machen die hier unten weiter. Das ist gut. Passt hier immer mehr rein. Das ist gut. So, 0,6 Tage. Wir müssen demnächst rückstauen. Bei 0,5 fange ich an, Rückstau zu betreiben. Jetzt. Also, wir machen das Ding zu, wir machen das Ding zu, damit da nichts mehr durchläuft. Dann schalten wir die Pumpen hier aus. Die wegpumpen sollen würden. Der kommt auf Maximum hoch. Die machen wir dicht, damit da gar nicht erst irgendwas überläuft. Das will ich gar nicht. Das will ich vermeiden. So, der zu. Die machen wir jetzt auch zu, damit dann ein Rückstau sich ergibt. Und dann war es das nämlich. So, weil hier ist nämlich eh schon so voll, dass die Brühe sogar den ganzen Bereich hier flutet nochmal. Das läuft jetzt ein bisschen hier über. Das ist aber nicht schlimm. Dann ist es bis zur maximalen Menge immer wieder durchgeflutet. Hier läuft auch ganz, ganz viel gerade.
Aber das ist okay, das wird sich spätestens dann ergeben. Und hier ist mittlerweile schon so viel drinnen, ja, dass hier schon mehr als eins ist. Das ist sehr gut. So. Okay, lass mal die Jungs mal ein bisschen, na, lass mal die Jungs mal ein bisschen arbeiten. Okay, 6-1, das ist noch gut. Jetzt kommt gleich die Dürre, mal gucken, wie lang. Das war es jetzt gleich hier mit der Überflutung von dem Bereich. Weil jetzt sieht man schon, dass... Ja, genau, jetzt gehen die alle an. Wir haben 22 freie Arbeitskräfte. Na gut, vielleicht weil die hier alle nicht drin sind oder was? Und nein, hier ist alles abgesoffen gerade. Jetzt normalisiert sich's gerade. Okay, alles klar, gut. Jetzt hat sich alles normalisiert. Jetzt ist alles wieder tutti. Okay, wir ernten nach wie vor. Hier oben das zweite Lagerhaus ist durch. Berries, Carrot, Bread. Diese ganzen diese Sachen machen wir hier auch noch rein. Die Grill-Sachen machen wir hier rein. Und Potatoes dürfen hier auch noch zwischengelagert werden. Okay, so. Gut, dann können wir jetzt auch ein bisschen mehr Essen auch zwischenbunkern und vor allem kurze Wege mal bis zum Lager auch hier von den Feldern nutzen. So, apropos, ist das jetzt hier unten eigentlich fertig? Ja, das ist fertig, ne? Okay. Das hat ja ordentlich mal Rums gemacht, ne? Schön. Gut. Jetzt könnten wir theoretisch noch mehr Pumpen hier hinstellen. Müssen wir mal schauen, ob wir das wollen. So. Von mir aus kannst du auch bis morgen 24 streamen. So. Land unter. Ja, noch. Denk dran, 28 Tage to go. Na, bis das hier durch ist. So. Das machen die aber hier auch mit den Ernten ganz gut eigentlich. Das muss halt auch erstmal haben. Wobei, es wird jetzt einfacher, glaube ich, weil hier oben fehlt ja auch nicht mehr so krass viel, ne? Also, es wird jetzt schon nicht schlecht. Wir könnten aber hier tatsächlich auch noch einen Wasserturm setzen. Ah, da geht's nicht rein. Hier geht's aber rein. Gut, wobei, die sind ja eh leer hier, oder? Also wenn die keine Gears brauchen, dann geht das auch schneller. Hallöchen. Da weißt du immer, wo was ist. Doppelt auf jeden Fall. Also ich finde das auch gut, wenn wir hier sagen, hier oben kommen nur Nahrungslager hin. Finde ich auch eine gute Sache. Bei den Lagern bin ich mir aber tatsächlich nicht sicher, kann man da drüber bauen? Nee, echt jetzt? Tatsächlich. Wenn ich da jetzt eins dazwischen freilasse, könnte ich ein Lager auf die nächste Ebene bauen. Keep my eyes up, keep my eyes up, keep my...
got devotion, dance in slow motion. My eyes can't help looking at you right now. So much emotion, just pick your poison. Is every move you make even allowed? Can't get enough, I try my best to look away, but I can't stop.